Hallo zusammen, jeden Tag erreichen mich so viele Nachfragen eurerseits, wie es mir, wie es uns geht, wie es unserem Haus geht, was passiert ist. Nachdem ich am Mittwoch letzte Woche schon spontan darüber sprechen durfte, hier meine kurze Story, unsere Story über unser Haus. Am 14. Juli hatten wir morgens noch um 12 Uhr einen Termin, wo wir ein Gespräch führen mussten über eine organisatorische Sache. Und dieser ging bis ungefähr 13.30 Uhr. Wir hatten das Auto vorher komplett gepackt, sind nach Hause, haben das Vespa geholt, kurzen Boxenstopp, haben uns ins Auto gesetzt und sind losgefahren. Als wir auf halber Strecke irgendwann in richtig fettes Aquaplaning kamen und ich alleine gefahren bin, weil ich nur ein minderjähriges Kind dabei hatte, das nicht fahren darf, habe ich echt gedacht, boah, ich stelle mich irgendwo hin und ich warte, bis es vorbei ist. Und in mir diese Stimme hat einfach gesagt, Jessie, stell dich nicht so an, du packst das. Ergo, wir sind weitergefahren, nachts um 12:30 dann in Österreich auf unserer ersten Etappe angekommen und ich habe die ersten Bilder von der Flut gesehen und von Freunden, die geschrieben haben, unsere Orte werden evakuiert. Man beobachtet das Ganze dann ja weiter, weil es bewegt einen ja schon und ich meine, direkt vor der Haustür. Wir haben gehört, wie die Innenstadt von Euskirchen geflutet wurde. Und ihr müsst wissen, wir wohnen mitten in der Innenstadt. Also wir haben ein kleines Reihenhaus mitten in der Innenstadt. Es ist ein kleines Fachwerkhaus. Es ist noch einfach verglast und es ist noch im Original gehalten, weil es unter Denkmalschutz steht. Und wir haben die Bilder gesehen von der Innenstadt, wo das Wasser tatsächlich bis zu 2 Metern stand und haben eigentlich mit unserem Haus abgeschlossen, weil ich war froh, dass ich meine Computer dabei hatte, war auch ganz froh darum, dass andere Dinge vielleicht kaputt gegangen sind für den Fall, dass man mal Durchsuchungen hat oder so. Und innerlich waren wir wirklich so weit, dass wir mit allem abgeschlossen hatten. Mein Auto habe ich schon lange verabschiedet. Und ungefähr 2 Tage später kommt eine WhatsApp von unserem Vermieter, der es endlich geschafft hatte, in die Stadt zu kommen und hat erzählt, dass eben die Nachbarn alle wirklich richtig viel Wasser hatten. 1,50, 1,70, manche 2 Meter im Haus. Alle Nachbarn um uns rum waren komplett geflutet. Die Autos waren weggespült. Meins war lange nicht auffindbar. Keiner hatte eine Ahnung, wie es in unserem Haus aussehen würde. Und unser Vermieter beschrieb uns, wie Leichen an unsere Tür gespült wurden und so Sachen. Und er öffnete die Tür, um in unser Haus zu gehen, machte sie auf und fand, dass mein Haus mitten in der Innenstadt mit allen Nachbarn um uns herum, die geflutet waren, sage und schreibe 2 Zentimeter Wasser, die auf unserem Boden waren. Ich muss schon sagen, dass ich im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht war, weil ich so dachte, what? Ja, ich hatte mich schon so drauf gefreut, über die Versicherung das und das und das und das alles neu zu kaufen, was jetzt in diesem Fall ein bisschen ausfallen würde. Aber auf der anderen Seite ist es einfach so richtig heftig Gottes Bewahrung gewesen, in diesem Fall einfach deutlich sichtbar, wie sehr er zu seinem Versprechen steht, dass er hinter denen steht, die für die Wahrheit einstehen. Also ich wiederhole das kurz zusammengefasst. Alle Häuser um uns rum waren 1,50, 1,70 bis zu 2 Meter geflutet. Wir sind mitten in der Innenstadt, hat ein denkmalgeschütztes Haus. Unser Haus war genau von 2 Zentimeter Wasser betroffen. Unser Router ist kaputt, die Paletten sind ein bisschen feucht geworden. Es stinkt wahnsinnig, weil Fäkalien und Leichen und so weiter, was da alles im Wasser war, will man gar nicht wissen. Und die Waschmaschine und der Kühlschrank sind wohl hinüber. Die hatten eh schon so ihre Macken, weswegen ich das jetzt auch nicht so dramatisch finde. Mein Auto ist ein Totalschaden, was für mich jetzt auch nicht so dramatisch ist, da ich tatsächlich schon seit einem Jahr daran überlege, mir ein neues Auto zu kaufen und es mir jetzt echt recht kommt. Und ich will echt da einfach so ein bisschen erklären, was das für mich gemacht hat. Und zwar, Gott sagt ganz klar, er steht zu denen, die für die Wahrheit einstehen. Und mir war eigentlich klar, dass nicht viel passieren kann. Und als ich das gehört habe, wie es aussah, habe ich wirklich gespürt, Psalm 91, wo ganz klar steht, wenn 1000 zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken fallen, dich soll es nicht treffen. Jesaja 43, Vers 2 ist einer meiner Leitverse geworden, der wirklich sagt, wenn du durch die Fluten gehst, du wirst nicht ertrinken. Bei unserem Haus spricht man mittlerweile vom Wunder am Diesternicher Torwall, weil kein Mensch sich erklären kann auf natürlicher Art und Weise. Ein Haus, das mitten in der Flutregion steht. Also die Straßen waren komplett geflutet, wie ein Haus komplett trocken bleiben kann. Ich kann dazu sagen, ich bin die Einzige in meinem Umfeld im Widerstand. Und ich sage nicht, dass ich irgendjemanden gönne oder wünsche oder sonst was, was passiert ist. Aber in meinem direkten Umfeld bin ich die Einzige, die im Widerstand steht. Die Einzige, die seit einem Jahr maskenlos unterwegs ist. Die Einzige, die sagt, ich beuge mich nicht. Die Einzige, die keine Maske im Gottesdienst trägt. Die Einzige, die richtige
Kämpfe in der Arbeitsstelle auf sich genommen hat aufgrund dieser ganzen Sache und ich bin die Einzige, deren Haus trocken geblieben ist. Mir demonstriert das wirklich Gottes Souveränität, der sagt, er steht hinter denen, die für die Wahrheit einstehen. Und ich mache euch echt Mut damit, dass es sich so lohnt, hinzustehen und einzustehen für das, was man glaubt, für das, wo Gott dir den Auftrag gegeben hat. Denn mein Haus inmitten dieser Zeit der Flut ist wirklich zum Wunder vom Diesternicher Torwall geworden.